Bei mir ist es so, dass sich meine Stimmung sehr schnell ändern kann. Von einem Zustand, in dem ich mich als ausgeglichen und zufrieden bezeichne, in einen Zustand, in dem ich mich nicht wohlfühle und oft auch gar nicht weiß, was mit mir los ist. Und es war dann kurz vor Mittag und ohne dass ich an irgendetwas gedacht habe, ist mir der Gedanke in den Sinn gekommen, ich könnte mich auch umbringen. Und so um circa 3 Uhr am Nachmittag kam dann der Punkt, wo ich nicht mehr klar denken habe können. Und von dem Zeitpunkt an ist es für mich immer enger geworden, sozusagen, dass ich eben dann begonnen habe, ja, wie könnte ich mich denn umbringen und wann? Die ersten Anzeichen waren im 12. Lebensjahr, rund um Weihnachten. Der springende Punkt für mich war, wie er am Schreibtisch gesessen ist und die Hausaufgabe gemacht hat und den Satz einfach nicht fertig schreiben konnte. Was sich eigentlich dahinter verbirgt, habe ich das erste Mal erfahren, als ich einen Zettel abgeholt habe. Und in Punkt 8 von 10 Punkten habe ich gelesen, handschriftlich, paranoide Schizophrenie. Und dann habe ich gewusst, es handelt sich um Wahnsinn. Und er hat dann gesagt, hat der Papa nicht gemerkt, dass es mir so schlecht gegangen ist am Wochenende. Und ich habe gesagt, Philipp, wir merken immer, wenn es dir schlecht geht. Aber wir wissen einfach nicht, was wir mehr tun können. Es ist dein Leben. Wer bin ich, um dich zu diesem Leid zu zwingen?